Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute geht der Falltest weiter und wir gucken uns die Präzision mit dem 150-Pfund-Wurfarm an. Und wenn du das sehen willst, dann bleib dran. Ja, heute sind 150 Pfund dran. Ich habe hier meine Survival schon vorbereitet. 150 Pfund, wir haben heute eine enorme Einschränkung, was die Benutzbarkeit der Pfeile angeht. Nur Pfeile über 12,5 Gramm sind dabei und das sind recht wenige. Und heute was ganz Besonderes, meine Schutzbrille ist da. Ich finde, die sieht gar nicht so aus. Problem ist nur, es ist sehr hell. Ich bin am Blinzeln. Ich würde sagen, bei 150 Pfund ist so eine Schutzbrille schon wirklich sehr sinnvoll. Und jetzt gucken wir mal, was der 150er und die Botkins von Steambo so können. 15 Gramm, 150 Pfund, das passt. So. Erster Steambo Botkin auf 25 Meter. Und das geht los. Das sieht bis jetzt mal sehr, sehr gut aus. Okay, dann schauen wir doch mal das Ergebnis an. Jo, ich hätte fast gesagt, das eine war ein Ausreißer, den machen wir nochmal neu. Aber dadurch, dass der zweite da auch gruppiert ist, bleibt das so stehen. Aber überhaupt nicht schlimm, da braucht sich Simon nicht zu verstecken. Es sind 28 cm. Ja, ein sehr solider Wert in der Runde 1. Mal schauen, ob wir in Runde 2 was Ähnliches schaffen werden. Und wir kommen auf 28 cm. So, und die dritte Runde. Oh, der ist aber komisch geflattert. Da war wahrscheinlich die Vane nicht mehr ganz intakt. So, mal gucken. Ob wir den nicht nachtesten wollen, wäre, glaube ich, recht sinnvoll. Okay, dann messen wir doch mal. 20 cm, wow, reife Leistung, ey. Wow, das sind echt krasse Werte. Da bin ich ziemlich überrascht. Vor allem frage ich mich jetzt gerade, liegt es an den 30 extra Pfund, dass es so viel präziser ist als bei dem 120er Pfeiltest, der ja genau hier auch auf die gleiche Distanz gedreht wurde. Oder ob es auch vielleicht einfach mit dem Scope zusammenhängt. Vermutlich ist es beides. Auf jeden Fall sind wir mit Steambo jetzt durch und wir machen weiter mit unserem nächsten Teilnehmer. Und das wäre jetzt eigentlich S&K. S&K hat aber leider bis zum heutigen Tage noch immer keine 12,5 Gramm Pfeile im Angebot. Dementsprechend müssen wir zum nächsten Teilnehmer ausweichen. Und das ist heute crossbowtuning.com. Und dann machen wir jetzt mit den Botkins weiter.
Ach du Scheiße. Jo. Okay, und einen müssten wir noch haben. Okay, wow. Also wir haben hier echt vier super, super, super nah. Das wären gerade mal 13 cm. Wir müssen aber den hier auch mit berücksichtigen. Und so kommen wir aber trotzdem auf 31 cm. Spitze. Oh, oh, oh. Seht ihr das? Wir müssen dringend die Sehne wechseln. Aber ich will dieses Set noch zu Ende machen. Also den letzten Schuss, dann wechseln wir die Sehne. Nicht schlecht. Und hier kommen wir auf 34 cm. Ja, ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber tatsächlich verwende ich hier die falsche Sehne. Das ist der 150er Wurfarm. Da hat man eigentlich diese schwarze verstärkte Sehne drauf. Ich habe hier aber noch die original orangene drauf. Das war die, die drauf war, als das Ding ausgeliefert wurde. Und deshalb habe ich sie drauf gelassen. Aber ja, jetzt ist die Sehne halt durch. Sie hat trotzdem ein paar hundert Schuss ausgehalten. Also gar nicht mal so verkehrt. Jetzt stellt sich aber natürlich auch total die Frage, war das nicht total dumm? Weil jetzt habe ich ja die schwere Sehne drauf. Hat die jetzt nicht vielleicht irgendwie ein anderes Trefferbild? Aber genau das testen wir halt gerade auch. Weil wir haben ja jetzt Werte mit diesen Pfeilen mit der normalen Sehne. Und jetzt kriegen wir Werte mit der Tuning-Sehne. Und das testen wir mal jetzt sofort. Diesmal aber ohne Zielkamera, weil die muss gerade aufladen und abkühlen, weil die ist überhitzt und leer. So, also zur Erinnerung, letzte Runde 34. Jetzt gleiche Pfeile, aber eine andere Sehne. Oh, das war aber ein ziemlicher Flattermann. Oha! Und ich nehme euch natürlich mit ran. Ihr wollt natürlich das Ergebnis sehen, verständlich. Will ich ja auch, deswegen gehe ich ja ran. Und jetzt sind wir auch mal gleich. Ihr seid jetzt nicht bevorteilt, weil ihr jetzt nicht schon vorher gesehen habt, wie das Trefferergebnis denn ist. So sieht's aus. Das war der Flattermann. Dann habe ich den nochmal nachgeholt. Und wir kommen auf 31. Also die Sehne
hat keinen negativen Einfluss auf die Ergebnisse. Und wir hatten sogar einen Robin Hood-Pfeil, da hat es einmal Klack gemacht. Und wir starten mit den klassischen bauchigen Top-Heads. Und Runde 1. Na, die fliegen echt ein bisschen komisch. Das ist aber immer noch sehr solide. Okay. Und wir kommen auf 33 cm. Und hier sind auch noch alle Spitzen dran. Wunderbar. Aber das verwundert mich natürlich jetzt total. Wie konnte es denn dann sein, dass wir letzte Woche nicht so gute Ergebnisse hatten? Es sind die gleichen Pfeile. Der einzige Unterschied ist halt, wir machen es heute mit der Survival und einem Scope und mit 30 Pfund mehr. Ich denke mal, die 30 Pfund und auch das Scope machen hier schon nochmal wirklich einen Unterschied. So, Runde 2. Hä, wieso kommt der dahin? Wir hatten doch die ganze Zeit einen Rechtsdrall. Okay, das ist schon echt sehr vernünftig. Ich versuch's mal mit der anderen Kamera wieder. Angeblich ist sie jetzt nämlich nicht mehr überhitzt. Das wäre natürlich fantastisch. Dann hoffen wir doch mal, dass das auch so bleibt. Mal schauen. So, also die vier sind richtig gut gruppiert. Dann hatten wir einen auf der Seite. Damit kommen wir immer noch auf 35 cm Spitze. Dann dritte Runde. Uiuiui. Ui, ui. Robin Hood mit dem da oben. Nicht schlecht. So, das sieht doch auch sehr vernünftig wieder aus. Und wir kommen hier auf 27 cm. Also in der Survival laufen die Dinger richtig gut. Aber in meiner Tactical mit dem Metallmagazin und dem 120er Pfundwurfarm hat es letzte Woche irgendwie nicht so gut funktioniert. Merkwürdig, ich kann es mir auch nicht erklären. Es sind genau die gleichen Pfeile, aber freut mich natürlich. Vielleicht sind die auch einfach echt ein Ticken zu schwer für den 120er von Steamboat. Ich weiß es nicht. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zur Pfeilmanufaktur Bale. Und ja, ich hoffe wirklich sehr, dass heute das Ganze ein bisschen besser aussieht als die Wochen davor. Heute haben wir halt zum ersten Mal richtig Gewicht, also richtig Zuggewicht. Die Pfeile vom Thorsten sind halt einfach mit 12,8 Gramm, 12,3, die neuen sogar 12,8 Gramm, echt schwer. Ich hoffe, dass der damit klarkommt. Ist ja jetzt 150 Pfund, warum nicht? Es gibt allerdings ein kleines Problem, und zwar die Botkins, die sind nicht mehr in meinem Besitz. Zu groß war einfach der Frust, brutal.
Aber heute haben wir diese Pfeile dabei. Die haben olympische Vanes. Eigentlich fürs olympische Bogenschießen gedacht. Aber ich bin mal sehr gespannt, ob das nicht in der Stinger auch Sinn macht. Das heißt, heute haben wir nur Bullets, aber mit zwei verschiedenen Vanes. Und wir starten mit den ganz normalen Vanes. So, Bale, Bullet, Runde 1. Die ganz normalen Pfeile mit diesen Vanes. Ja, und es fällt halt schon wieder direkt auf, dass der Schaft eigentlich zu dick ist für die Survival. Das ist halt einfach suboptimal. Oh. Vor allem wird dadurch irgendwie der Abzug extrem hart. Also es ist sau, sau schwer, dann noch gut abzuziehen. Der war jetzt sogar recht gut abgezogen und landet da oben. Okay, erklären kann ich mir das eher weniger. Aber wir sind ja noch recht gut vom Streukreis. Das freut mich. Das freut mich wirklich, dass diesmal einfach mal ein besseres Ergebnis da ist. Ja, schade. Bis jetzt war es eigentlich ganz gut. Wir haben hier einen Streukreis in Höhe von 57 cm. Ja, und der Pfeil hier, der ist wahrscheinlich hinüber. Shit. Der ist uns jetzt hier richtig reingefahren. Die Vanes sind ab. Mist. Ja, toll. Oder auch nicht. Deswegen sage ich immer zu jedem Anbieter, der mir Pfeile schicken will für die Tests, bitte schick mindestens 10. Weil nur 5 Pfeile bringen mir nichts. Weil ein Robin Hood Schuss oder einer geht zu tief rein und die Vanes sind weg, dann ist er nicht mehr im Rennen drin. Da kann ich da nichts mehr testen. Die meisten Hersteller schicken mir dann 10 von jedem. Ich hoffe mal, wir kommen mit den restlichen 5 Pfeilen hin. Ansonsten natürlich schade. So. Dann Bale, Bullets, Runde 2. Ach du Scheiße. Der ist aber sehr weit hochgegangen. Und vermutlich sind da jetzt auch die Vanes weg. Könnte ich mir vorstellen. Wäre natürlich sauschade, weil dann können wir nicht mehr richtig testen. Aber das ist dann so. Mehr als nur immer wieder zu betonen, wie wichtig es ist, dass ich mehr als 5 Pfeile habe, kann ich auch nicht tun. So, und wir kommen auf einen Streukreis von 57 cm. Yo, ich hatte leider recht mit meiner Befürchtung. Der Pfeil hat nur noch eine Vane, genauso wie der andere. Heißt, wir haben tatsächlich jetzt nur noch 4 intakte Bale-Pfeile. Sau ärgerlich, aber ich habe eine Idee, wie wir das trotzdem schaffen können, dass wir das messbar machen können. Und zwar, ich mache jetzt einfach eine Runde mit 4, gehe dann an die Scheibe, ziehe einen der 4 und tausche ihn durch diesen aus, den wir nicht mehr schießen können. Und dann schieße ich einen intakten nach. Ja, aufwendig, aber egal. Runde 3.
immer wieder da oben. Ich weiß nicht, was das soll. Ist doch zum Mäusemelken. Okay. Dann ersetzen wir jetzt den einen Pfeil. Und wir holen den fünften nach. Jo, das hat sich ja voll gelohnt. Der ging halt einfach mal in den Sand rein. Wofür mache ich mir eigentlich diesen Aufwand? Und wo ist er hin? So ein Mist. Ah, hier ist er. So, aber der wäre jetzt ungefähr da gewesen. Das heißt, wir haben hier einen Streukreis von mal mindestens so hier. Also 95. Jo. Ja. Das war jetzt natürlich eine echt schlechte Runde. Ich würde eigentlich sagen, die holen wir nach. Aber wie? Ich habe leider keine Pfeile mehr. Sehr, sehr schade. Ja, Jetzt machen wir aber auf jeden Fall noch den olympischen Test. Ja, also die hier. Aber jetzt mal ganz kurz. Mir fällt hier direkt was auf. Und zwar diese Vanes, die sind einfach überhaupt nicht waagerecht geklebt. Ich weiß nicht, ob das so geplant ist. Also hier ist schon eher waagerecht. Aber jetzt schaut euch mal das an. Seht ihr das? Die gehen teilweise echt ganz, ganz schief hoch. Ich weiß nicht, ob das geplant so ist. Ich meine, bei größeren Armbrüsten mit Dreifachbefiederung, da kann man das schon machen, dass die Vanes auch einen Winkel haben. Aber bei einer Zweifachbefiederung einen Winkel? Wir versuchen mal, ob das denn trotzdem Sinn macht mit diesen Vanes. Weil es ist natürlich eine coole Sache. Sieht erstmal voll einzigartig aus. Und olympisch, ja, also für einen sportlichen Schützen, so wie mich, an sich, das klingt erstmal cool. Aber wir müssen natürlich testen, ob das Sinn macht. So, auch hier haben wir nur 6 Pfeile. Das heißt, ich hoffe, dass wir einfach keine kaputten Pfeile produzieren jetzt. Okay, der flog auf jeden Fall schon mal in einer ziemlich coolen Flugkurve. Also das sieht ziemlich gut aus. Okay. Was zum F*** war das denn? Habt ihr das gesehen? Das war ein Fehlschuss oder so. Also es hat sich kacke angehört. Ich habe die Scheibe nicht getroffen, aber es flog einen Pfeil raus, der da irgendwo vorne gelandet ist. Die Sehne hat ordentlich einen mitbekommen und ich würde sagen, hiermit endet unser Präzisionstest auch für heute, denn das macht leider so keinen weiteren Sinn. Ich müsste jetzt hier nochmal die Sehne wechseln, weil es das hier einfach zerschossen hat. Uncoole Nummer. Aber wir messen mal den Streukreis. Hey, was für einen Streukreis will ich denn überhaupt messen? Das sind 2 Pfeile im Ziel. Ah, guck mal, er steckt sogar doch. Haha. Dann können wir doch einen Streukreis nehmen. Hier sind wir bei 102. Naja, wie dem auch sei. Ich hoffe, es hat dir gefallen, was du heute hier gesehen hast, denn das war's für heute. Und damit ist der Pfeiltest jetzt auch tatsächlich fast am Ende. Ich mache auf jeden Fall noch ein Video zur Erklärung der Excel-Tabelle und auf jeden Fall noch ein Video zur Haltbarkeit. Und dann wird es im Grunde nur noch das Fazit geben. Das heißt, in spätestens 6 Wochen sind wir durch mit dem Pfeiltest. Final. Und dann wird es Zeit für was ganz Besonderes, denn dieses eine Großprojekt ist jetzt endlich abgehakt. Aber ja, mein neues Projekt, es geht hier nicht darum, irgendwie die nächste Armbrust zu verkaufen oder irgendwie der nächste Händler am Markt zu sein. Nein, es wird richtig krass. Einmalig, sage ich euch. Bleib gespannt. Und jetzt interessiert mich deine Meinung. Schreib du mir doch mal bitte in die Kommentare, was du glaubst, was ich davor habe. Und vor allem auch, was ist dein aktueller Lieblingsfall? Hat dir dieses Video und auch der ganze Pfeiltest, hat das dir bis jetzt geholfen? Das hier ist jetzt die Folge 12 und es war einfach sauaufwendig. Aber ich denke, es hat sich gelohnt. Nicht nur für mich, sondern vor allem auch für dich. Hoffe ich doch. Schreib mir dazu bitte deine Meinung in die Kommentare.
Und jetzt bleibt mir eigentlich auch nichts anderes übrig, als mich bei dir zu bedanken fürs Zuschauen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche auch wieder hier am Start bist. Hier bei Mac. Modern Archery Germany. Willkommen im Outro. Hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Schreib mir deine Meinung zu diesem Video doch gerne in die Kommentare. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Ja, und ansonsten würde ich mich natürlich total freuen, wenn du mich abonnierst. Das kannst du am besten machen, indem du hier klickst. Hier findest du einen Link passend zu der heutigen Folge Mac. Hier findest du ein altes Mac-Video. Schau mal rein, vielleicht kennst du es noch nicht. Und hier findest du den neuen YouTube-Account von Crossbow Dynamics. Das ist das Großprojekt von Eric, von Fletched Evolution und mir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ciao.